Gut festhalten, meine lieben Aktienfreunde, denn jetzt gibt es wieder Dividendenaktien mit Rabatt. Ich habe für euch extra drei Dividenden ausgesucht, die mit einer außerordentlich hohen Dividendenrendite glänzen und auch gewissen Fundamentalkriterien Genüge tun, denn es geht ja hier ums Investieren in Qualitätsaktien. Eine Aktie, muss ich aber sagen, ist aus China, was hier für ewig Anspruch umso spannender machen könnte. Einmal USA. Und dann habe ich noch einen echten Geheimtipp aus Australien für euch. Dividendenaktien mit Rabatt gibt es ja relativ viele. In meinem letzten Video habe ich bereits eine Aktie behandelt, Reckitt Benckiser. Und eigentlich heißt sie heute nur noch Reckitt und nicht mehr Benckiser. Diese Aktie ist gefallen, weil der Konzern 60 Millionen US-Dollar Strafe bezahlen musste. Fürs Erste wird wahrscheinlich noch reduziert werden. Falls das eine Aktie ist, die dich interessieren könnte, in Konsumgüter Bereich tätig, dann kannst du hier oben das Video gerne anschauen, ist noch brandneu. Wie ich schon sagte, Dividendenaktien mit Rabatt gibt es immer wieder, beispielsweise hier auch im Stadler Depot kann man es auch schön sehen. Wie kannst du die finden, Dividendenaktien mit Rabatt? Hier findest du im Dividendenturbo zunächst hier die Veränderung der Dividendenrendite im Vergleich zum Schnitt der letzten 12 Monate, 2 Jahre etc. Und ich habe gerade das Stadler Depot erwähnt. Du kannst beispielsweise einzelne Merkzettel machen mit spannenden Aktien. Haben wir hier und dann das Stadler Depot, also alle 20 Aktien aus dem Stadler Depot. Und dann kann man hier zum Beispiel sehen, welche dieser Aktien momentan eine außerordentlich hohe Dividendenrendite aufweisen. Da wäre beispielsweise Hershey Company, Diageo und PepsiCo die ersten drei. Es gibt auch Aktien, die relativ stark gestiegen sind, wie beispielsweise SAP. Deren Dividendenrendite fällt dann im historischen Vergleich entsprechend niedrig aus. Ich habe mir überlegt gehabt, ob ich beispielsweise noch Johnson & Johnson reinnehmen soll. Finde ich momentan ganz spannend, auch die United Health Group. Aber ich habe mich mal für andere Aktien entschieden, die hier in der Community nicht ganz so häufig thematisiert werden. Deshalb fangen wir mal an mit der ersten Aktie. Vorher noch kurz der Hinweis, keine Kauf-, keine Verkaufsempfehlung. Du bist für dein eigenes Geld verantwortlich, lass dich gerne inspirieren, vor allem gute Unterhaltung. Und jetzt geht es auch schon los ins Eingemachte. Die erste Aktie ist die, wie angekündigt, aus China. Und zwar ist es einer der größten Versicherer namens Ping An. Ping An kommt momentan auf ihre Dividendenrendite von sage und schreibe über 8%. Und diese 8% sind außerordentlich hoch. Man sieht es hier, wie die Dividendenrendite im Zeitverlauf gestiegen ist, sowohl absolut die Dividenden, das sieht man hier, die blauen Balken, also die Dividendenrendite lag noch vor einigen Jahren, vor 10 Jahren bei gerade mal um die ein halbes Prozent und jetzt ist da ein Hochdividendenwert draus geworden und die Dividende soll weiter steigen und dann sogar zweistellig werden, Anfang 2027 laut Analystenschätzungen. Ping An ist auch in der Community analysiert worden, war eine Zeit lang in Mode. Hat dann aber, hier gibt es mal wieder eine neuere Analyse, wusste ich gar nicht. Hier sieht man aber eine relativ lange Strecke, wo es keine Analyse mehr dazu gab. Warum? Weil die Aktie entsprechend schlecht performt hat dann irgendwann. Man sieht, dass die Aktie insgesamt seit Beginn des IPOs hier 2004 fast ein Tenbagger ist, inklusive Dividende, fast 900% gemacht hat. Aber man sieht dann hier auch eine Schwächephase, hat noch über 100 Hongkong-Dollar gekostet. Aktuelles Papier zu haben für 33,5 Hongkong-Dollar. Man hat also ungefähr 2/3 an Wert verloren. Die Dividende hat natürlich noch mal ein bisschen was wettgemacht, also reduziert, aber trotzdem sehr starke Verluste. Warum könnte die Aktie jetzt interessant sein und was ist passiert bei Ping An? Allgemein ist es ja so, dass China bzw. chinesische Versicherer langfristig gesehen Rückenwind haben, dadurch, dass es immer noch zunehmenden Wohlstand gibt in der Bevölkerung und die Bevölkerung altert. Unsere Bevölkerung altert auch, aber mit einem zunehmenden Wohlstand hapert es etwas. Das heißt, deshalb könnte das ganz interessant sein in China. Auch die Zahlen, die gerade erst veröffentlicht worden sind, gestern oder vorgestern für das Geschäftsjahr 2023, was jetzt abgelaufen ist, diese Zahlen fielen insofern nicht schlecht aus als das Kerngeschäft, dass man da zum Beispiel bei den Lebensversicherungen Neuabschlüsse hatte, die um 36% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was unter anderem auch einem effizienteren Vertrieb bei Ping An zu verdanken ist. Was vielleicht auch noch positiv ist für alle Versicherer,
in China bezüglich Investments ist, dass die Bilanzierungsvorschriften für Versicherungsunternehmen in China verschärft wurden. Beispielsweise werden jetzt die Umsätze aus Neuverträgen über die Laufzeit verteilt und nicht mehr sofort als Umsätze verbucht, und die Erlöse werden nun nach Herkunft besser aufgeschlüsselt, also beispielsweise, ob es sich um Prämien handelt, das Kerngeschäft, oder um Investmenterlöse. Das spielt nämlich eine ganz entscheidende Rolle, wenn man noch sehen, wenn es jetzt dann nicht um den Rückenwind geht, sondern um den Gegenwind bei Ping An, der der Aktie auch ins Gesicht bläst. Ansonsten wäre ja der Aktienkurs nicht so stark gefallen und die Dividendenrendite entsprechend nicht so hoch. Was sind denn die Belastungen? Zunächst muss man mal sagen, was wir ja sicherlich alle wissen: No Covid. In China wurde ja rigoros durchgezogen, noch bis Anfang 2023 letzten Jahres, und die Versicherer zählten in der vollen Breite zu den Corona-Verlierern von damals. Deshalb jetzt auch wieder so großes Wachstum bei den Neuabschlüssen, 36%, wie ich es erwähnt hatte. Auch Gegenwind, also das ist jetzt natürlich erstmal Rückenwind. Der Gegenwind war alt, der war wieder das Rückenwind. Ja, aber also anhaltenden Gegenwind durch die Regulierung der Tech-Unternehmen, weil wir haben ja viele Beteiligungen, auch Ping An ist an Fintech beteiligt, und durch die Regulierung schmälert sich dann der Wert der Beteiligungen. Wir haben, was sicherlich auch bekannt ist, eine Immobilienkrise, nicht nur in China, sondern auch international. Beispielsweise im City District von London, weil viele Bürotürme jetzt insbesondere unter hohem Leerstand klagen. Und dann haben wir natürlich noch fallende Aktienkurse im letzten Jahr gehabt. Und jetzt geht es erstmal darum, der Aktienkurs bei Ping An ist noch gefallen nach Verlautbarung der Zahlen um knapp 6%. Sieht man hier, also hier die 6% hier müssen nach unten gehen, sind 5,8%. Und dass das Ergebnis nicht so gut ausfiel, hängt unter anderem mit dem Aktienmarkt zusammen. Denn Ping An hat zwar einen Gewinn gemacht, 86 Milliarden Yuan, aber einen Verlust im Asset Management, Vermögensverwaltung, Vermögensanlage, beziehungsweise das eigene Vermögen wurde verwaltet, von 21 Milliarden Yuan. Ansonsten wäre das Ergebnis ganz anders ausgefallen. Wenn aber irgendwann es am chinesischen Aktienmarkt auch wieder aufwärts geht, wenn Regulierungen nachlassen sollten etc., dann würde sich das natürlich umkehren und dann würde das Ergebnis deutlich besser ausfallen. Dann könnte die Aktie wirklich anziehen. Dazu vielleicht später nochmal mehr, wenn es in die Bewertung reingeht. Würde ich mir aber erstmal sagen, gehen wir ganz kurz in den Qualitätscheck rein, schauen uns das Ganze hier an, und man sieht hier, dass der Gewinn deutlich rückläufig ist, also mal überproportional zugelegt, dann deutlich rückläufig. Die Dividenden sind aber weiterhin gedeckt. Freie Cashflow nicht 100% aussagekräftig bei Versicherungen und Banken, haben trotzdem mal eingeblendet, deckt die Dividende. Was man schön sehen kann ebenfalls, beziehungsweise was interessant ist, das ist, dass hier im Jahr 2023 haben wir hier deutlich höhere liquide Mittel, sieht man so noch besser, und die Schulden wurden reduziert. Ist was, was man sicherlich gerne sieht. Die Schuldenquote liegt momentan bei unter 10%. Das ist natürlich sehr, sehr niedrig für Versicherungen insbesondere. Wir haben hier sogar faktisch Ping An als schuldenfreies Unternehmen. Vielleicht noch eine ganz Kleinigkeit zu den Risiken. Die größten Risiken sehe ich im Immobilienbereich tatsächlich. Und da hat auch eine chinesische Regulierungsbehörde neulich, erst vor wenigen Monaten, nochmal eine, ich will jetzt nicht sagen, kleine Schweinerei aufgedeckt von Ping An, aber eine, ja, wie soll man sagen, Irregularität oder wie auch immer. Und zwar, was Unternehmen nicht nur wie Ping An machen, ist, die verschleiern ein bisschen ihre Schulden. Das machen sie über Joint Ventures, wo sie eine Minderheitsbeteiligung erhalten, beispielsweise 49%. Und dann diese Joint Ventures sind dann für die eigentlichen Immobilieninvestitionen tätig, und diesen Joint Ventures geben sie dann Kredite. Und das war bis dann lang dann so, dass diese Kredite oft nicht aufgetaucht sind. Wenn dann aber so ein Projekt notleidend wird, so eine Immobilienprojekt, dann haftet letztendlich dann Ping An mit.
Und das ist natürlich keine gute Praxis und die wird jetzt auch bekämpft von den chinesischen Regulierungsbehörden. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass die Bilanz sich so entsprechend entwickelt hat. Wenn wir dann in die Bewertung gehen, haben wir hier einmal sofort sichtbar, dass wir im Bereich der Unterbewertung sind. Hier haben wir den Aktienkurs, der deutlich vom Hoch verloren hat. Hier dann der faire Wert liege momentan bei 53 Hongkong-Dollar, allerdings berechnet auf einem durchschnittlichen Multiple, sprich KGV, auf den bilanzierten Gewinn von 9,4. Aktuell hier unter 6, also deutliche Unterbewertung. Ob man diese 9,4 tatsächlich so lassen möchte, muss nicht sein. Man kann auch runter korrigieren auf die 6 beispielsweise. Und dann würde man die zukünftige Rendite ausschließlich abhängig machen von der Gewinnentwicklung. Käme man dann aufs Jahr, auf die jährliche Renditeerwartung immer noch bis Ende 2026 von fast 25% in Anführungszeichen sage und schreibe. Davon ungefähr ein Viertel Dividenden und der Rest Kursgewinne. Und das wäre dann einen fairen Wert von 53 Hongkong-Dollar. Die 53 Hongkong-Dollar hat die Aktie noch gehabt Mitte 2023 vor dem letzten Abverkauf. So viel zu Ping An, könnte also durchaus interessant sein, wer das China-Risiko nicht scheut. Dann eine andere Aktie, wer China scheut, ab und zu sage ich China, ab und zu China, der freundet sich vielleicht mehr mit Starbucks an. Na, Starbucks-Jury? Genau. So, Starbucks ist momentan auch sehr günstig zu haben. Wir haben hier eine Dividendenrendite von knapp 2,5%, was deutlich über dem Schnitt der Vergangenheit liegt. Haben einen absolut zuverlässigen Dividendenzahler hier bei Starbucks. Wir haben 13 Jahre Dividendensteigerung am Stück, auch schön dynamisches Dividendenwachstum, auch wenn sie es langsam abschwächt, immer noch mit 9% geschätzt auf laufende Geschäftsjahr, fast im zweistelligen Bereich. In der Vergangenheit lag es im zweistelligen Bereich und ist natürlich auch der Kursentwicklung zu verdanken. Hier erstmal Year to Date. Man sieht aber dann auch hier aufs letzte Jahr und dann hier auf 5 Jahre, dass die Gewinnentwicklung unbefriedigend verläuft, beziehungsweise die Kursentwicklung, nicht die Gewinnentwicklung. Zu der kommen wir gleich. Wir haben momentan einen Aktienkurs, den wir schon Mitte 2019 tatsächlich hatten. Ja, was läuft denn da verkehrt? Gehen wir erstmal in den Qualitätscheck rein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Beim bereinigten Gewinn sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Wir haben hier Gewinnrückgang durch Corona. Aber ansonsten hier denke ich doch, ist doch ganz okay. Prognosen sind sogar hervorragend. Die Dividende ist gedeckt durch den freien Cashflow, durch den Gewinn. Also insofern alles soweit in Ordnung. Zwei Gründe haben allerdings die Stimmung so ein bisschen verhagelt. Zum einen ein pro-palästinensischer Tweet auf Twitter. Oder vormals ist Twitter, mittlerweile heißt es ja X, und dann eine gewerkschaftsfeindliche Haltung des Managements von Starbucks, die jetzt aber langsam sich auflöst, nachdem der Alt-CEO Howard Schulz gegangen ist. Diesmal wahrscheinlich endgültig, und ich sehe beide Probleme im Prinzip und auch der damit verbundene Boykott von irgendwelchen, in Anführungszeichen, intellektuellen Weltverbesserern für nicht nachhaltig und da gegebenenfalls für eine gute Einstiegschance. Natürlich haben wir dann hier auch noch China, schon wieder China, was ja auch relativ bedeutend ist. 9% der Umsätze fast werden in China erwirtschaftet. Und China ist momentan auch kein ganz einfacher Markt, aber in Summe läuft es doch recht gut, sodass ich gleich jetzt in die Bewertung einsteigen würde. Man sieht dann hier die Multiples, also dass momentan relativ günstig ist, im Schnitt 32, ein bisschen hochgedrückter Schnitt hier künstlich durch dieses Corona-Jahr. Aber ich denke, man sieht auch so, dass hier wir hier unten mit dem 23er KGV ungefähr relativ günstig sind. Sieht man dann auch hier, macht keinen Unterschied, groß, wenn wir einen bilanzierenden bereinigten Gewinn haben, auf dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Ich denke, das passt soweit. Und dann sieht man hier, wir haben eine schöne Unterbewertung, faire Wert, basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr, der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres liegt Konsensprognose bei, also anhand der Konsensprognose errechnet, liegt bei 115 US-Dollar.
Wir haben hier auch eine gewisse Spanne zwischen 110 und 116 US-Dollar. Man kann auch den Prognosetrichter hier einblenden, der relativ eng ist, was auch nochmal grafisch verdeutlicht, dass die Gewinnschätzungen relativ eng beieinander liegen und dass das Geschäft von Starbucks eigentlich relativ gut abschätzbar sein sollte. Wir können auch hier gerne noch konservativ nach unten korrigieren, zum Beispiel auf 25 und dann auch nochmal hier die negative Analystenschätzung nehmen, beispielsweise mal nur bis 2025, dann hätten wir eine jährliche Renditeerwartung für 1,5 Jahre von 16% bzw. 25% insgesamt. Und wenn man mal schaut an der Analystenschätzung, wie es weitergehen soll, dann sagen wir mal bis 2027, dann wäre die sogar bei 18% jährliche Renditeerwartung. Und ich würde sagen, das ist schon was, wo sich der Einstieg ebenfalls lohnen könnte und vermutlich auch etwas weniger spekulativ als bei Ping An. Dann ist noch eine andere Aktie für euch und das ist der angekündigte australische, in Anführungszeichen, Geheimtipp und das ist die EBOS Group. Auf die EBOS Group, Ehre wem Ehre gebührt, bin ich nicht ganz selber gekommen, denn wir haben ja unser Format Dividendenaktien mit Rabatt und die EBOS Group ist eine dieser Aktien, die in der letzten Ausgabe behandelt wurden. Und ich fand die so interessant, dass ich die euch auch nicht vorenthalten möchte. Ist ein Händler hier in Australien für Healthcare, das heißt für Pharmaprodukte beispielsweise, für medizinische Artikel. Und unter anderem verhandeln die auch mit Tierpräparaten, aber das ist nicht so viel. Hier sieht man auch einen kleinen Hund. Wenn man in die Segmente reingeht, sieht man es auch, wie die Umsatzverteilung so ist. Also das meiste spielt im Bereich Healthcare ab. Und wenn man in ein Qualitätsstück geht erstmal, dann sieht man, dass man es hier tatsächlich mit einem Qualitätsunternehmen zu tun hat, was auch schön Dividende bezahlt und die Dividende schön auch steigert. Freier Cashflow hier ein bisschen niedriger, aber die Dividende immer noch gedeckt. Und man geht davon aus, dass die Dividende auch noch weiter steigern soll, wenn auch in 2025 recht bescheiden. Was da im Argen liegt, 2025, darauf komme ich noch. Erst gehen wir aber mal in den Dividendenalarm und schauen uns die Dividende an. Dann sieht man, die ist relativ stark gestiegen im Vergleich zu noch vor kurzem, Anfang 2023, lag sie bei 2,2%, jetzt sind sie bei 3,2%. Hat natürlich damit zu tun, dass der Kursverlauf unbefriedigend verlief. Hier sieht man es, denke ich, auch schön. Höchstkurs bei um die 46 neuseeländische Dollar. Der Hauptbörse ist wohl in Neuseeland. Und hier haben wir dann den Abverkauf. Momentan kostet die Aktie 36 Neuseeland-Dollar. Haben wir die Rendite von minus 23%. Etwas reduziert durch die Dividenden. Ja, was ist passiert? Es wird hier schön erläutert. Und zwar hat man einen Großkunden verloren, da läuft der Vertrag aus. Der Großkunde heißt Chemist Warehouse. Und warum hat man den verloren? Nicht, weil man schlechte Arbeit liefert, sondern laut Vermutung unseres Analysten hier, weil es einen Merger gibt zwischen dem Großkunden Chemist Warehouse mit Sigma Healthcare. Und Sigma Healthcare ist zufällig ein Konkurrent von der EBOS Group. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn man sein eigenes Unternehmen pusht, anstatt hier einen Konkurrenten. Insofern wäre da dann der Kündigungsgrund irgendwo nachvollziehbar. Es bricht also Umsatz weg um die 15% durch diesen Großkunden. Und das ist auch in den Schätzungen hier eingearbeitet. Man sieht, dass der Umsatz rückläufig sein soll. Auch der Unternehmensgewinn soll rückläufig sein, wird also nicht komplett aufgefangen. Der Verlust des Kunden. Jetzt könnte es aber natürlich dann sein, dass es eine gute Einstiegschance ist, weil das eigentliche Geschäftsmodell ist durchaus intakt. Und hier haben wir jetzt tatsächlich was. Man sieht hier auch den Prognosetrichter, dass trotz des Abverkaufs hier die Aktie immer noch überbewertet scheint. Was man jetzt aber machen kann, ist, außer natürlich ein Kauflimit zu setzen, um zu gucken, ob die Aktie noch ein bisschen runterkommt und dann zuzuschlagen, was man natürlich jederzeit machen kann. Es ist durchaus möglich, hier und auch plausibel, ein bisschen
hoch zu bewerten, also die Bewertung in die andere Richtung. Meistens setze ich die Bewertung nach unten, der Ferrewert wird niedriger, man kann aber auch das Gegenteil tun. Denn wir haben hier prognostiziert an Wachstumsraten auch von zweistellig so 11%, also Wachstumsraten, die man normalerweise in guten Jahren, davon ist die Mehrheit hier, gehabt hat, weiter haben wird. Und das Geschäftsmodell ist dann nach wie vor valide. Ich halte das für einen Sonderfall, dass man hier diesen Großkunden verloren hat. Man könnte deshalb das KGV hier auch durchaus vertretbar erhöhen. Auf 23 in dem Fall habe ich mir überlegt und dann sieht die Sache auch schon wieder ein bisschen anders aus. Und dann hätte man hier aufs Jahr 2026 eine positive Renditeerwartung von ungefähr 7,3%. Das kann man machen, lädt aber, ich bin gerne ehrlich, nicht unbedingt dazu ein, obwohl die Dividende jetzt wieder deutlich gestiegen ist, um einen Prozentpunkt sofort hier reinzugehen. Und das ist definitiv erstmal kein Schnäppchen. Das wäre jetzt eine Aktie, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass man hier hingeht und dann ein Kauflimit setzt. Beispielsweise hier bei 32 neuseeländischen Dollar. Da hätte man nämlich hier eine Renditeerwartung bereits von 12,4%. Nur als Beispiel, kannst du natürlich selbst gucken, mit wie viel du dann auch zufrieden wärst. Und dann würde sich der Einstieg in diesen Exoten, denke ich, durchaus schon lohnen. So, ich wollte dir die EBOS Group nicht vorenthalten. Es gibt natürlich noch viele andere Dividendenaktien mit Rabatt hier zu entdecken. Die meisten davon auch große gestandene Unternehmen. Hier siehst du, es gibt relativ viele. Und unsere Tipps, das haben wir ja mal, da haben wir mal eine Auswertung gemacht vor kurzem erst, haben sich bislang wirklich sehr, sehr gut geschlagen. So, das waren drei Dividendenaktien mit Rabatt, komplett unterschiedlicher Natur. Schreib gerne einen Kommentar rein, welche Aktie dir am meisten zusagt, ob du selbst schon eine Aktie jetzt im Visier hast mit Rabatt. Ansonsten freue ich mich, dass du so lange zugeschaut hast. Bis zum nächsten Video. Ciao.